Weiter geht's mit Ermikart DS. Diesmal spielen wir den Scenic-Modus. Und ich nehme mal das Magic Cooper Card. Auf 150er. Komms mache ich hart. Kurs mache ich random. Settings. Ich mache mal 4 Races als zufällig. Team, naja. Ja gut, machen wir mal mit Team zur Abwechslung. Wir sind jetzt alle Scenics. Und ziemlich schnell. Ich stelle mal kurz die Qualität runter. Weil ich das Gefühl habe, dass die dass anscheinend beanspruchender ist, wenn ich so schnell bin. Ja, die Strecke eignet sich jetzt nicht so gut. Weil ich halt, wenn man halt so weit springt, warte mal. Gut, hier kann man eine gute Abkürzung nehmen. Stimmt, hier gibt es noch viel mehr Abkürzungen jetzt mit. Mit Scenic. Ah, fuck. Zack, das ist eine schöne Abkürzung. Wenn man jetzt noch jemand diesen Trifft-Trick anwendet mit dem. Mit den scharfen Kurven. Dann kann man da einiges draus reißen. Und das war ein guter Shock Dodge. Oder vielleicht auch nicht. Weil der Schock von meinem Team kam. Ich weiß nicht, ob das bei Mario Kart erst Auswirkungen hatte. Ich weiß nur, dass es bei Mario Kart wie so ist. Das war nice. Also der Scenic-Modus ist nice. So, jetzt kommt diese Strecke. Zack. Kann ich dir das nochmal direkt zeigen hier? Da kann man nicht runterfallen, echt? Es geht aber auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite kann man runterfallen. Aber das ist jetzt nicht so besonders. Dass ich das jetzt unbedingt noch zeigen müsste. So, ich fahre wieder abwechselnd. Gut. Schön. Sowas ist cool, wenn man so coole Abkürzungen nehmen kann. Ah, es ist schade, dass man immer so langsam wird dann. Und hier kann ich bestimmt gut abkürzen. Ja, kann ich wirklich. Man überrundet die anderen Charaktere sogar. Und das, obwohl sie eigentlich genauso schnell sind wie ich. Warte mal, Fox ist auf Platz 6, gut. Ja, ich fahre auch mal hier lang. Ich nehme nochmal die Abkürzung, was ich eigentlich ganz cool fand. Okay, das war cool am Ende. Jetzt ist auf einmal der vorhin erster war. Letzter war erster. Okay, Team Rot ist am Gewinnen, aber das liegt primär an mir. Warte mal, ist das die Wii? Ne, werde ich. Doch, das ist die Wii-Strecke, oder? Oh nein. What the fuck? Ist das nicht? Da gibt es doch diesen Bug in diesem. Also diese Abkürzung. Also es ist kein Bug. Das ist, glaube ich, sogar eine Abkürzung, die man in Speedruns nutzt, oder? Zumindest beim V-Teil. Ich habe schon eine Idee. Ja, perfekt. Als ob. Dieser Scenic-Modus ist vielleicht sogar das Beste an dem Hack. Zumindest was die Cards angeht. Oh nein. Das könnte sogar bis darüber reichen, oder? Der Sprung. Wenn man nicht wegteleportiert werden würde. Ah, fuck. Ja gut, bei den Rainbow Roads ist halt die Gravity ein bisschen anders. Das ist kompliziert. Mit den krassen Tricks. Mann. Okay, das ist zugegebenermaßen die falsche Strecke dafür. Ganz langsam. So, jetzt. Nein. Ah, fuck. Ich werde versuchen, da so rüber zu springen. Vielleicht probiere ich es nächste Runde mal. Weiß nicht, ob ich es wieder hinkriege. Ich glaube nicht. Nee, diesmal nicht.
Bin falsch abgesprungen. Ah, fuck, das wird nichts. Ich muss außen rum. Aber ich werde sowieso vorgesetzt, von daher. Ja, hier ist man zu schnell, man fliegt auf jeden Fall raus. Ja. Da kann man nicht viel ändern. Komm. Ja, bitte! Nein! Och man! Das wäre eine nice Abkürzung gewesen. Okay, jetzt probier's nochmal. Ich bremse jetzt mal ab. Was kriege ich für ein Item? Trash, okay. Ja gut, hätte ich mir denken können. Weil ich glaube, das hätte man sogar auch im normalen, in den normalen Hubraumklassen geschafft. Zumindest sieht es danach aus. Komm, diesmal. Diesmal klappt's, komm, perfekt. Au, au, au. Als ob. Bin ich gerade da drüber gefallen? Ich meine, ich habe es nicht gesehen wegen dem Tor, wegen der Tour Faces, aber. Ich habe vielleicht eine kleine Idee. Schade. Und Ziel. Okay, was macht der Computer dort? Der bremst irgendwie so ab. Okay. Das muss ich nicht verstehen, oder? Oh nice, auf der Strecke ist das gut. Also ganz cool, weil das, weil die ziemlich ziemlich hoch gescaled ist. Also die ist nicht wirklich hoch gescaled, aber die ist halt ziemlich lang. Und das sind solche hohen Klassen. Also da kann man sogar mit denen umgehen, als wenn das so eine kurvenreiche Strecke ist. Hm. Kann ich mal gut abkürzen. Ah, nehme ich mal hier. Ich frage mich, wo mich das hinbringt. Es gibt ja auf. Bei Mario Kart 64 gibt es ja diesen Bug. Vielleicht probiere ich den mal. Achso. Oh nice, Shock Dodge. Ja, gut. Hier kann man jetzt halt nicht so viele Abkürzungen nehmen. Die vielleicht ganz cool wären. Die Spidey Shell kriegt mich nicht. Nein! Ach, fuck. Das wäre zu cool gewesen. Das erinnert mich an Super Circuit. Also Mario Kart Super Circuit. Wo man für den roten Panzer wegfahren konnte. Wo man 50 Münzen hat. sowas sind coole Features, finde ich. Da gibt es zwar diese unfairen Items, aber man hat immer noch die Möglichkeit, den auszuweichen, als wenn man da einen Pilz braucht oder so. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer. Weil man da halt extra noch Glück haben muss, dass man das Item bekommt. Also das ist dann wiederum Glück, aber wenn man halt mit Skill 50 Münzen sammelt und dann ausweichen kann, das ist cool. Gut. Das wär's dann mit dem Zenek-Modus gewesen. Unser Team hat gewonnen. Okay, mein Team. Mein Team ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gut, das war's dann mit den Time Trails. Mit den. Was für Time Trails ist das mit dem Zenek-Modus? Und ja, dann bis zum nächsten Mal, wo ich den Battle-Modus spiele.